Marsch für das Leben. Eine Spießerveranstaltung, ja oder nein? Nein, auf keinen Fall. Also hier sind auf jeden Fall sehr viele junge Leute. Das freut mich sehr. Es macht Spaß. Es ist sehr schön, all diese Menschen zu sehen, die sich wirklich für das Leben einsetzen, die das Gute in dem, was eigentlich selbstverständlich sein müsste, sehen und das verteidigen möchten. Und also ich hatte nicht erwartet, dass so viele Leute kommen, aber ich bin echt überwältigt. Also kamen auch ein paar Mal schon die Tränen und ja. Also Marsch für das Leben, tatsächlich eine Veranstaltung für Familie, für alle Menschen oder nur für Christen? Für alle Menschen definitiv. Also das ist nicht nur ein christliches Thema. Ich denke, es geht einfach um Menschsein. Also das Leben verteidigen, das, was uns wirklich ausmacht, also unsere Kinder. Alles andere ist halt irgendwie unnatürlich. Also sein Kind zu töten, das macht einfach keinen Sinn. Und ich finde, es ist ein Thema, was einfach alle angeht, wo jeder dahinter stehen müsste und jeder sich überlegen müsste, okay, macht es überhaupt Sinn? Macht es Sinn, Mütter zu schützen, den Abtreibungen zu erlauben in Ländern, wo es halt schwieriger ist? Oder sich zu überlegen, okay, wie schütze ich diese Mütter, wie schütze ich diese Menschen vor da überhaupt diese Entscheidung abtreiben zu müssen. Vielen Dank.